Moin Leute, es geht weiter mit Jacket Alliance und ich wollte eigentlich das nicht aufnehmen, aber ich habe angefangen und es ist so witzig, deswegen nehme ich jetzt doch auf, wie ich hier die auseinandernehme. Fühlt sich so gut an, mal ihn auseinanderzunehmen. Genau, ich habe ja mich hier verschanzt sozusagen, es ist Nacht, die greifen hier an die Station an, die ich eingenommen hatte. Milizen habe ich noch keine ausgebildet und ich habe mich einfach positioniert, zum größten Teil auf dem Dach. Und Dragon und Clint sind hier unten im Nahkampf unterwegs. Ja, bisher läuft es ganz gut. 3, 4 habe ich erledigt von denen. Gucken wir mal, yes. Wie sie das so gibt. Jetzt habe ich auch einen Dragon, der hat gerade einen ausgenockt. Dem nehme ich jetzt die ganzen Sachen weg. Habe ich schon Famas gemopst. Er hat auch noch viel mehr Kram. Der hat einen Spectra-Helm, hat eine krasse Weste. Ja. Sehr gut. Das klappt. Alles weg, der hat zu wenig Platz. Als Backup schicke ich Clint noch hin. Ja, Pearl und Konsorten räumen von hier oben ein bisschen ab. Also so viel war noch gar nicht. Ich glaube 2 habe ich hier angeschossen und einen habe ich da oben gekillt. Also es müssten noch ein paar Gegner sein, die hier unterwegs sind. Aber schauen wir mal. Damn it to hell! Na, no, das sind vor allem alles Elite-Soldaten. Also, eigentlich nicht zu spaßen mit denen. Too bad! Sein, der Waffe. Mhm. Ah. So bringt mir gleich, der braucht ja anscheinend ein paar mehr Kuchen. Bad Dudes! Yo! Okay, da ist auch noch einer. Ich jetzt noch was wegmopsen. Was hat er noch? Irgendeine krasse Pants. Gameboy, Shape Charge, Stun Grenade. Got it! Panties. Perfekt. Geh hier auch wieder rein. Das ist eigentlich der Witz, dass ich hier ein bisschen ambushmäßig auf die warte hier drinnen. Und sonst eben nur die Leute auf dem Dach habe, die sich dann gegebenenfalls zurückziehen können. Was ich jetzt hier auch mache, ne? Ich habe den zwar angebumst und könnte den hier finishen, aber wichtiger ist, dass ich vom Rand des Dachs wegkomme, damit ich hier nicht gekriegt werde von den Gegnern. Typ ist ja ultra der Tank. Soll er hier hochkommen? Der hat so viel gefressen. Pearl, wen siehst du? 2 Leute. Da liegt einer. Ich muss Pearl auch ein bisschen rüber gehen lassen. Ja, so passt schon. What a drag! Sein. Keine Lust, dass die von der Seite den wegholen. Also der Witz ist echt, dass man Yo. Mega wenig Damage macht. Kannst du treffen, aber also selbst mit Treffern brauchst du halt einfach ewig viele Schüsse. Trotz guter Munition. Bingo! Verstehe ich hier irgendwas falsch, das kann auch sein. I don't know. Fudge! Okay. Da 2 stehen. Das sieht eigentlich ganz gut für den Mate.
Vacuum Grenade. Das sollte ausreichen. Damn it to hell! Granaten sind auch komplett der Müll in dem Spiel, also ich weiß nicht, oder es liegt daran, dass die Leute keinen Skill haben. Ich meine, er ist relativ ungeschickt. Aber wenn die in einem guten Zustand ist, dann sollte das ja auch funktionieren. Krass, da ist noch irgendwas explodiert. Auch nice. Fudge! Yo! Also hier unten ist anscheinend schon ein bisschen mehr los. Fudge! Haben wir nicht auch noch eine Granate? Nee. Schade. Tanky Dude hier ist, der hier war. Warte, passt schon so. Yes! Ah, das war die. Er ist ein bisschen verzögert hochgegangen. Jesus K. Christ! This gun ain't happening until I reload it! Yes. Unterbrechen. Klingt Northwest, also schon hier immer noch. Jesus K. Christ! Ist aufgestanden. Warum sieht Eis hier nicht? Bisschen spät Eis. Ach, das war der. Was ist der von eben noch? Wicked! Oh, also, passt schon. Standing by! Klingt, hält das im Blick. Finde ich mal den Radio Airstrike ruft oder so. Quatsch machen. Your history, dude! Jesus K. Christ! Kann ich gar keinen Damage, wenn ich damit Ausrüstung nehme, aber. So, testen wir hier die verschiedenen Munitionsarten. One for our side. Yeah. Squat. Ist der aufgestanden? We've eliminated all of Deidreana's. Ja, nice. Gut. Das lief doch einigermaßen.
bin ich doch sogar zufrieden mit. Die haben wahrscheinlich auch noch guten Stuff liegen lassen. Eine Famas habe ich dem einen geklaut. Das hat der da hinten gedroppt. Bushmaster M4A3. Jo, die sieht krass aus. Battlescope 7-fach. Alter. Gutes Scope. Rotten Spring und ein Retractable Stock. Dann haben wir hier sowas wie ein Dynema-Helm. Krasse Westen. Spectra-Helm. Famas ist wahrscheinlich auch ordentlich, ja. Auch, vor allem auch equipped, ne? Laserpointer, Bipod. Now we're talking. Also okay, da kommt jetzt ganz gut was zusammen. Das ist schön. Und Night Vision auch. Das heißt, hier können wir wieder Milizen trainieren. Vor allem der Level ist eigentlich der beste dafür. Dann müssen die Reparatoren müssen reparieren. Ist ja ganz gut, dass ich jetzt drei habe, die das so ein bisschen können. Also Clint hat schon gute Ausrüstung. MD könnte noch was gebrauchen. Ice könnte auch noch was Besseres gebrauchen. Steroid, ja. Pearl, gute Sachen. Ja, Ice. Iceman. Kevlar-Weste, ne? Dann kriegt ihr die Tverone mit Plate. Das wird ja dann repariert. Ah, oder Dynema. Die gibt auch 28. Na, dann weiß ich auch nicht. Die gibt auch 28. Ist es dann der besser hier? Wiegt die weniger? 3,6. 3,4. Irgendeinen Vorteil muss sie doch haben, oder? Auf jeden Fall teurer. I don't know. Die ist ja noch teurer, die ist auch noch besser. Und das Ding war halt ein bisschen Camouflage, ne? Ist auch nicht verkehrt. Auch nicht. Spectra Helm, den müssen wir noch verteilen. Na ja, kriegt Eis. Gescheiten Helm haben wir alle. Ja. Außer Flo, da kriegt die den. Ah, die kriegt noch eine Gasmaske. Ah, das sieht doof aus. Ich will nicht, dass sie die tragen. Nee. Eis noch ein anderer Helm. Voilà. Jo, waffentechnisch muss ich auch mal gucken. Macht ja schon Sinn, dann sowas wie eine Famas einzusetzen. Ich habe ja nur einen, der einen guten Feuerschuss abgeben kann, Eis, und der hat G36. Ich die vergleiche. Ich bin natürlich jetzt hier ein Attachment dran, aber 62, 30. Range ist sogar bei der Famas noch besser, AP ist auch weniger. Ja gut, dann muss ich eigentlich hier die Famas nehmen, ehrlicherweise.
14 ist eh nicht so geil. Damage 35. Damage 31. Accuracy. Ist ja auch höher. Das Ding ist doch auf jeden Fall besser als das, oder nicht? Hm. Ganz ehrlich. Müssen es austesten. Wir müssen es einfach austesten. Huch. Oh, was hat das denn für Munition? Das könnte natürlich ein Problem werden. Ah, das ist die Spear-Ammo, ne? 6,8. Okay, das ist das Problem, nehme ich mal an. Die Munition will ich nicht großartig irgendwo haben. Außer jetzt hier, genau, 25 Schuss. Das heißt, mitnehmen und nutzen und dann wieder nicht. Ist aber trotzdem okay, glaube ich. Das ist ja. Gut, das kann ich ja auch außerhalb der Aufnahme dann machen. Sorry. Dann sind wir hier soweit durch. Ich muss mich ein bisschen arrangieren mit dem guten Equipment und die Milizen weiter ausbilden und die Sachen. Das wollte ich jetzt nur vorher machen, weil wenn die am Reparieren sind, dann sollen wir natürlich das neue Equipment reparieren. Und ansonsten denke ich mal, müssen wir vielleicht auch nochmal durchhalten hier. Kann gut sein, dass da noch ein Angriff kommt. Ich glaube nicht, dass es das war. Und dann muss ich mir überlegen, ob ich Richtung Grumm gehe oder Alma. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, was schwerer ist, also wo mehr Action ist. Beide haben eine Mine. Der Kelch für Shizen. Ah, der ist in Balime, genau. Das könnte ich auch machen. Ich könnte natürlich auch runtergehen und Balime einnehmen. Ich weiß aber nicht, ob es das einfacher macht. Ich habe noch gar keine Wildcats gesehen. Die sind irgendwo außerhalb hier, glaube ich. Aber wir müssen mal schauen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also erstmal reingehauen und bis zum nächsten Mal.